QNAP Flamethrower fand ich beim ersten Mal hören schlecht. Mein schlimmster Albtraum wurde real. TJ Beastboy ist wack. Irgendwas war falsch. Ja, Bro. Wie kann das also sein, dass ich die EP schlecht finde, wenn so viele Leute die gut finden? Das hat zwei Gründe. Und der erste, der macht mich selbst traurig. Ich habe die besten Sachen einfach geskippt. Hä? Um das zu verstehen, müssen wir eine Zeitreise zum Release von QNAP Flamethrower machen. Es war einmal ein Zan. Der ist aufgestanden und hat sich total auf die neueste EP von TJ Beastboy gefreut. Direkt nach dem Aufstehen hat er sich seine Kopfhörer geschnappt, sich hingesetzt und die neueste EP gehört. Und schnell ist ihm aufgefallen, dass er viel zu verballert am Morgen ist. Ich bin viel zu verballert am Morgen. Er machte also Spotify auf und freute sich. Ja, da ist die neue EP. Beim ersten Track fand ich das Intro irgendwie zu kindisch. Der Flow hat mich nicht gecatcht und ich habe fracking Titty verstanden und das wiederholte er 8-mal. Godzilla on your fucking titty. Godzilla on your fucking titty. Was hat denn TJ Beastman mit Titties zu tun? Wie meint ihr das? Und den nächsten Part habe ich dann geskippt. Und beim nächsten Song, Soul Eater, habe ich das Thema auch nicht so ganz verstanden. Und bei Gut besser ich, müsst ihr euch vorstellen, gerade aufgewacht, Kopfhörer rein. Ist das gerade der Part, wo ich richtig geskippt? Leider. Bei dem japanischen Track habe ich den tatsächlich nicht geskippt, aber irgendwie konnte ich das Feature nicht so richtig fühlen. Im Endeffekt hat sich die Musik verändert. Boah, Freunde. Wieder in der Gegenwart und was ich bis dahin aber noch nicht geguckt habe, ist die Live-Performance von QNAP Flamethrower. Es ist schon ein Riesenunterschied, ob man morgens aufsteht, sich den Track gibt und irgendwie kein Bild dazu hat, voll verballert ist. Oder ob man hier sitzt mit einer geilen Anlage und sich das Ding einfach reinzieht, wieder da 7 Minuten 47. Wie ist das überhaupt möglich? Habt ihr mal versucht, da mitzurappen? Die Sachen, die im Medley waren, konnte ich sehr fühlen. Einige Sachen waren dabei, die ich beim Aufstehen, beim ersten Anhören des Medleys nicht gefühlt habe. Und woran lag das? Das Medley hat mir einfach gezeigt, dass wieder diese Seite von Taleda am Start ist. Die Leidenschaft, die Message, dass er Japanisch spricht, die neuen Tattoos und allgemein die Aufmachung des Videos ist einfach so nice und unique, dass ich wieder dachte so, ja, fühle ich so. Und so hat sich meine Meinung einfach Stück für Stück verändert. An dieser Stelle möchte ich einen Zuschauer von mir zitieren und zwar: Ich habe so ein Video gesehen von einem Dude. Denn der hat tatsächlich mein letztes Video gesehen und das könnte nicht zutreffend auf dieses Video sein. Der sagt nämlich auch, und das habe ich mir vorgestellt, dass es bei vielen Leuten so ist, der hat gesagt, als er das erste Mal einen Song von dir gehört hat, dachte er so, wie meint er das? Was ist das für ein Dude? Ist das so ernst gemeint und so? Da hat er ein paar mehr gehört und jetzt ist er richtig süchtig und voll drin im Vibe. Wobei ich jetzt sagen muss, ich fühle wirklich nicht alles an dieser EP. Aber selbst die Sachen, die mich nicht catchen, sind ja auch nur Vorbereitung für die Sachen, die ballern. Und deswegen machen wir jetzt den ultimativen Autotest. Auto geht jetzt an, ich fahre jetzt los. Da war ja was. Wie ich es gelernt habe im Zeltlager. Prost, Jungs. Let's go. Ist der Track hier jetzt gerade schon der, wo ich gleich am Anfang loslasse? Der offizielle Autotest geht hier gerade steil, Freunde. Hau mit den Japanischen rein. Ikike. Shibuya. Alles klar, an der Stelle muss ich sagen, Autotest bestanden, Freunde. Ich muss hier mal kurz eine Zuschauerin zitieren, weil die meinte auch, TJ Beastboy oder auch Flixi, das sind so zwei musikalische Typen. Das ist wie Tee. Der muss erstmal ziehen. Da gab es nur eine Sache, die ich tun konnte, und zwar Kid Kira anschreiben, denn der hat Tadalogie studiert. Und Kid Kiras Antwort war eindeutig. Meine Meinung zu EP, das ist eigentlich eine ganz klare Sache. Wie gefiltertes Wasser. Ich finde die EP mega geil. Und die letzte Hälfte, wo es so mega emotional wird, gibt mir einfach Gänsehaut, ahnst du? Und ich hatte häufig den Moment, dass ich in Alben reinhören musste. Bei Cloud 382, bei Crow war das so, bei Alligator war das so. Am Ende des Tages muss man die Wellenlänge fühlen und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch die Wellenlänge von Flixi fühlen oder von Adi. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt euch treu und danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt.